Hallo und herzlich willkommen zu Do-It-Yourself-Inspiration. In diesem Video möchte ich euch eine weitere Variante der Armbänder mit Clips zeigen. Hier wieder mit S-Clips. Das ist eine sehr einfache Variante, da braucht ihr wirklich super wenig Gummis für, aber ich finde die super süß. Ihr braucht 6 Clips dafür und insgesamt 12 Gummis. Das kommt darauf an, wie ihr die Farben aufteilen möchtet. Von der Grundfarbe hier zum Beispiel, diesem schwarz-weißen, braucht ihr 6 und von dem pinken auch 6. Hier ist es der gleiche Fall. Hier habe ich mit farbigen Clips gearbeitet und dann mit diesem Tigermuster und dann wieder mit lila Gummis als Kontrast ein bisschen. Und ich zeige euch aber in diesem Video die Regenbogenvariante. Und dafür braucht ihr 12 Gummis natürlich auch und die aber so verteilt, dass ihr jeweils 2 Gummis von einer Farbe habt. Also 2 rote, 2 orangene, 2 gelbe, 2 grüne und 2 blaue. Und dann habe ich das hier als Farbverlauf gearbeitet, so dass auf dem gelben Gummi das orangene ist und auf dem orangenen das rote, auf dem roten das lilane, auf dem lilanen das blaue, auf dem blauen das grüne und auf dem grünen das gelbe. Und also immer eine Farbe versetzt, dann in der Mitte. Ich finde, das ist ein süßer Effekt. Und wie gesagt, das zeige ich euch gleich. Die Technik ist bei allen die gleiche. Und ja, dann braucht ihr zusätzlich natürlich eure Häkelnadel. Und dann geht's auch schon los mit der Anleitung. So, ihr startet mit dem roten Gummi. Das legt ihr über eure Häkelnadel und wickelt es noch 4-mal herum, sodass ihr insgesamt 5 Umschläge habt. Lasst es dran flippen und nehmt euch dann das orangene Gummi und zieht das Ganze auf das orangene Gummi drauf. So. Dann nehmt ihr euch einen Clip, hakt den Clip ein und einen weiteren Clip in die andere Seite. So sieht das Ganze aus. Ein Element ist schon fertig. Dann kommt das nächste. Orange diesmal und orange wickelt ihr euch jetzt um die Häkelnadel. Auch 4-mal rum, dran flippen, dann gelb nehmen und orange draufrollen und orange in eine der beiden Seiten einhaken. Also gelb jetzt natürlich das gelbe Gummi mit dem orangen in der Mitte einhaken und einen weiteren Schließclip eingeben. 2 sind fertig. Dann kommt das gelbe Gummi. 4-mal rum. Das grüne Gummi. Ich habe noch ein grünes hingelegt, muss ich gleich noch eins raussuchen. Das gelbe rüberrollen. So. Dann das grüne einhaken. Einen weiteren Clip in die andere Seite. Dann ein weiteres grünes Gummi, aufwickeln, das blaue Gummi, auf das blaue aufgeben und das blaue einhaken. Rüberziehen, den neuen Clip rein, so sieht das Ganze jetzt aus bisher. Und dann kommt das zweite blaue. 4-mal rum. 1, 2, 3, 4. Das lilane. Das Ganze auf das lilane draufgeben. So. Einhaken. Einen neuen Clip rein. Das ist übrigens schon der letzte Clip. So schnell geht das Ganze. Dann das lilane Gummi aufwickeln, rot nehmen, auf das rote draufrollen, und das den Clip einhaken und in die andere Seite auch rein. So. Und das Armband ist fertig.
Hier sind nochmal die anderen beiden Farbvarianten. Wie gesagt, da benutzt ihr einfach immer die gleiche Farbkombination. Auch insgesamt 12 Gummis und 6 Clips. Und ja, ich hoffe, die Anleitung hat euch gefallen und ihr findet das Ganze genauso niedlich wie ich. Wenn es so ist, lasst mir einen Daumen nach oben da freue ich mich natürlich immer. Und wenn ihr noch mehr Videos von uns sehen möchtet, lasst uns doch bitte ein Abo da, das wäre natürlich auch richtig super. Und wenn ihr noch Ideen, Anregungen oder Wünsche für unseren Kanal habt, einfach unten in die Kommentare damit. Und wenn ihr sonst noch mehr von uns sehen möchtet, schaut nur bei Twitter, Instagram oder Facebook vorbei, da sind wir auch überall. Und wenn euch das Video gefallen hat, vielleicht gefällt es euren Freunden ja auch, also teilt es vielleicht mit ihnen. Und bis zum nächsten Mal bei Do-It-Yourself-Inspiration.